Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 26. Juni 2024. Und ja, unser DAX hat sich ja weiter fast uns vor, schön synchron, passend zu dem, was wir schon vermutet hatten, haben gestern darüber gesprochen, dass er vermutlich hier erstmal noch ein Stückchen nach unten kann, 1,50 bis 18,80. Da hat man gesagt, wäre wichtig, wie es sich gibt, wie die Dynamik eben auch ist und dass es sich halt auch schön als Falle anbieten würde, als Bärenfalle, ja, weil die Leute jetzt alle von dieser 700-Punkte-Welle da fasziniert sind. Die kann natürlich auch kommen, ich will die gar nicht wegreden, ja, aber es ist eben auch eine schöne Gelegenheit, um hier nochmal die Leute aus Longs rauszuschicken und in Shorts rein zu ködern. Mit Bruch der Trendlinie hier ist auch der Aufwärtstrend quasi hin und damit eine mögliche Bärenflagge eigentlich jetzt auch aktiv. Und wie wir das aber schon gesagt haben, wenn der dann ruhig wird und sich stabilisiert, dass er dann eben eher von der Tendenz wieder hochgehen kann, das hat er jetzt gemacht. Alles ein bisschen tiefer gewesen, als ich es jetzt so vor Augen habe. Auch, dass er da jetzt auf die Linie tanzt, das war so eigentlich gar nicht mein Ansinnen. Ich hätte schon gedacht, dass er ein bisschen höher stabilisiert gekriegt, aber von der Ergebnis, also von der Wirkung, hätte das trotzdem ganz gut gemacht, ja, hat jetzt auch zum Tagesende dann wieder den Vortagesschluss erreicht, also ich würde das jetzt erstmal als Stabilisierung werten. Ich möchte aber von ihm dann jetzt auch zum Mittwoch unbedingt sehen, dass er dann über der 200 wieder nach oben gearbeitet bekommt. Schafft er das, dann sind 260, 300 drin und dann eben auch der Sprung an die grüne Linie, könnte er dann eben noch anlaufen. Jetzt gerade, wo dann unten bereinigt wurde, könnte das sogar auch ein bisschen schneller vonstatten gehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie der hier reinkommt. Was ich jetzt aber überhaupt nicht sehen wollen würde, wäre, wenn hier nochmal so Dynamik reinkommt, wie sie jetzt zum Dienstag, insbesondere am Morgen drin war. Wenn sowas jetzt wieder reinkommen würde, dann wäre das hier als kleines, auch wieder als Bärenflagge zu der Bewegung, wie das hier zur Bärenflagge für das wäre. Und dann könnte sich hier wirklich noch ordentlich was nach unten wegbröckeln. Ja? Und 1880 hat man so auch gesagt, drunter wird das dann halt deutlich kritischer. Auch unter 18,150 sollte es jetzt schon so ein bisschen werden. Jetzt hat er die 18,80 nochmal markiert, sollte die halt fallen lassen, kann der wirklich wegbrechen. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass es ein Bärenfall ist hier. Aber trotzdem würde ich vom Blick her mich dafür öffnen, dass eben die Welle kommen kann, weil das Blödste, was einem passieren kann, ist, dass er nachher dann wirklich hier unten steht und man hat 700 Punkte zugeguckt und die ganze Zeit gesagt, glaube ich nicht. Wenn aber der überhaupt keine Dynamik nach unten reinbringt, dann macht unser DAX es so, wie es unser DAX immer macht und kleckert sich einfach hier wieder einen Ast ab, tanzt hier weiter uns einen vor und steht am Ende auch bloß wieder hier oben. Ja, und dann Stück für Stück und siehe da, hoch sind wir plötzlich wieder an der oberen Abwärtstrendkante. Also das wäre für einen DAX relativ typisch. Ja, von daher würde ich hier sagen, wir haben erstmal eine Stabilisierung jetzt drin zum Dienstag. Er hat jetzt ein bisschen Stress aus der Bewegung rausgenommen. Die kann nochmal aufgegriffen werden, aber dann muss er wirklich dranbleiben nach unten. Sollte das nicht, würde ich nicht auf einem Short sitzen wollen. Ja, wenn der jetzt wieder so ruhig bleibt, könnte ich mir eher vorstellen, dass der sich nochmal in die 300 reinfummelt und dann bestimmt auch schon einen Sprung drüber macht. Ja, und dann sind wir eigentlich schon durch. Brauche ich das gar nicht länger machen, wie es ist. Am Wochenende ist dann Seminar. Ja, dass er das auch ein bisschen im Hinterkopf behält für die Leute, die immer viel Mails schreiben. Da bin ich dann, ich mache immer gerne meine Mails am Wochenende, aber wenn ein Seminar ist, dann komme ich dazu gar nichts. Erfahrungsgemäß verschiebt sich dann immer alles nochmal ein bisschen nach hinten raus, ja. Das staut sich dann einfach auf, sodass ich dann da die Woche danach auch noch gut unter, Zeitmangel bin, könnte man sagen, ja. Dass das ein bisschen auf den Blick habt und wir werden wahrscheinlich dann auch ab Montag einen komplett neuen Chart hier vor uns haben, weil ich den dann einmal lösche und die Seminarteilnehmer das dann quasi neu aufarbeiten. Ja, also die erstellen dann ihren eigenen Chart mit den eigenen Linien, eigenen Markierungen und den nehmen wir dann und arbeiten weiter damit, mit dem, was sie quasi gelernt haben. Dein Ziel soll ja sein vom Seminar, dass man wirklich das alles auch lernt und umsetzen kann selber. Die Analysen, dass man mich letztendlich nicht mehr braucht. Ja, also auf Deutsch gesagt. So, nur dass ihr euch schon mal drauf einstellen könnt. Und das andere Interessante ist natürlich, dass nach dem Seminar erfahrungsgemäß der Markt immer ganz schön unter Druck gekommen ist, die letzten Jahre. Das ist sehr auffällig und immer wieder zu beobachten gewesen. Krassester war auch Corona-Crash, der kam auch unmittelbar danach. Ja, also
Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Situation dann entwickelt. Es gab ein einziges Seminar, das war mal in München. Da ist wirklich gar nichts gefallen. Also einfach der Markt weiter nach oben durchgestiegen. Ansonsten haben wir immer mindestens so, ja, gut 700, 500 bis 1000 und in der Spitze 3000 Punkte oder sogar noch mehr, die man da unten weggerudert sind. Also bin sehr gespannt und ja, mache hier jetzt zu. Quassel eh nur noch Unnützes. Und von daher, ich wünsche euch schönen Mittwoch, macht was draus, gutes Gelingen, viel Spaß und bis morgen. Tschüss.